Wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen über Daydrinking geredet und ich habe mir gedacht, ich möchte es noch mehr pushen, sodass irgendwann so, wann so die Leute in Potsdam sagen, jetzt ist Daydrinking-Pflicht. Ja, und das möchte ich jetzt ausprobieren. Ich möchte es ausprobieren mit einer wirklichen Expertin. Deswegen haben wir Ariana eingeladen vom Erfolgspodcast Herrengedeck. Sie trinkt jede Woche einen Schnaps, ist also absolute Expertin. Also ich glaube, es ist auf Augenhöhe. Wir beide sind auf Augenhöhe, agieren auf Augenhöhe. Ich habe ihren Drink mitgebracht, den sie sich zu Hause zusammenmixt. Sie hat mir einen mitgebracht. Und dann gucken wir mal, welcher am besten schmeckt. Ariana, bist du da? Test 1, 2, 3, Tee? Ja, ich höre dich. Das ist ja grandios. Ich habe das Gefühl, als wenn ich gerade mit Apollo 13 telefonieren würde. Ich sehe dich leider nicht. Siehst du mich? Ja, dabei habe ich mich extra für dich hübsch gemacht. Es ist schade, dass du mich nicht siehst, ehrlich gesagt. Was trägst du denn? Ich trage nichts, Till, für dich. Ich trage einen Hauch von nichts. Ich habe mir nur zwei Limetten vor die Brüste gehalten, die du mir geschickt hast. Hey, Ariana, warte mal ganz kurz. Ich glaube, du bist theoretisch im Bild. Ja, ich sehe dich. Es ist verdeckt vom Monitor. Geil. Ariana, zeig doch mal bitte, was hast du denn mitgebracht? Ich habe drei Äpfel, die ich als Granny Smith bezeichnen würde. Eine Zitrone. Und jetzt habe ich ein Problem, aber du kannst mir vielleicht helfen. Das hier würde ich als zwei Orangen bezeichnen. Und diese zwei Früchte, weiß nicht, ob ich zu dumm bin oder ob die zu exotisch sind. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Das sind Apfelorangen. Ich hätte sonst gedacht, eine Züchtung irgendwie aus einer Nektarine und einem Golden Retriever oder irgendwie sowas, aber... Ja, genau, das ist eine Nektarine, die zu dir hält. Eine Nektarine, die immer kuscheln möchte. Genau. Ja, ja, das ist die werf ich und dann kommt die von alleine wieder. Vielleicht hätte ich noch dazu sagen sollen, ich habe noch eine Flasche Gin auch und viele saure Bonbons, die ich hier nicht beim Markennamen nenne. Center Shop ist das, das probieren wir jetzt einfach mal. Denn das ist ganz wichtig. Also ich wollte ja wirklich einen Drink haben für dich, Ariana. Und deswegen habe ich mir gedacht... Du bist ein 90s-Girl gewesen, oder? Stimmt, absolut. Hallo, guck mal an. Du, wo wir gerade so nett miteinander plaudern. Ich habe gehört, ein Vöglein hat mir zugezwitschert, du hast ja fast Corona bekommen. Ist es so? Ich bin der Meinung, ich hatte Corona, weil ich zwei Wochen lang starke Erkältungssymptome gehabt habe. Und ich hatte keinen Geruchs- und Geschmackssinn, obwohl die Nasen und die Nebenhöhlen, hier diese ganzen Gänge, alles, wo die Arbeiter unter Tage so unterwegs sind. Das war alles frei. Ich hätte theoretisch biologisch riechen und schmecken können, konnte ich aber nicht. Und das ist wohl ein neues Symptom für Corona. Ich kann dir versprechen, nach dem Drink hast du auch keinen Geschmackssinn mehr. So, ich habe mir für dich was ganz Besonderes überlegt und zwar... Das riecht wie Kleber tatsächlich. Wirklich. Kennt ihr noch U aus der Flasche? Genau so ist es. Das ist Korn einfach nur. Boah. Das ist Korn und warum? Limette und Rohrzucker. Das kann ich dir sagen, Till. Wenn du denkst, hat sich was dabei gedacht, ist die Antwort, ja, sie hat sich was dabei gedacht. Und zwar, ich habe mir für dich ein Korn-Pirinha überlegt, weil es ist einfach so, Till, Korn ist für mich einfach ein wahnsinnig ehrliches Getränk. Das hat nicht das hier so eine Blueberry-Scheiße, so ein Shishi. Ja, 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 es ist einfach aus deutschem Getreide. Deswegen Korn, du viertelst die Limette und tust zwei Teelöffel ungefähr Rohrzucker ins Glas und dann musst du es zerstoßen. Wenn du also einen Gegenstand in der Nähe hast, greifbar, der ungefähr 15 cm lang und wie so ein Stab in der Hand liegt, dann nimm den doch mal und zerstoß damit die Limette, den Zucker und den Korn und dann rührst du es um und machst noch Eis dazu, wenn du es hast. Ja, wir haben ja so wenig. Du, ich mach das einfach mal so mit da rein. Und jetzt heißt es einfach nur, gönn dir, ne? Also ein bisschen Korn. Du sagst Stopp, siehst du mich gerade? Kannst du Stopp sagen? Ungefähr. Ich zähle bis 10 und sag dann Stopp. Nee, das ist immer ein bisschen viel. Okay, gut. Stopp. Nee, ich habe jetzt schon selber gestoppt. Das ist immer mir zu heikel. So. Toll. Ich sehe es nicht ganz genau. Was ist das für eine Blume? Welche Rasse? Das ist eine Rose. Sagen würden? Das ist wohl alles eine Rose. Ist eine Rose. Super. Da sprechen wir von einer klassischen Rose. Ja, absolut. Wer will sie nicht, die brasilianische Rose? So, klingt wie eine Geschlechtskrankheit, oder? Und hast du Tripper? Nee. Oh, ich habe eine brasilianische Rose. Brennt. Brennt zwei Wochen. Er hatte gar keinen Geschmackssinn mehr. Ja, das hört man oft. Und eins, zwei, drei. Mega. Muss ganz ehrlich sagen, der ist intensiv, aber nicht verkehrt. Weißt du übrigens, wie dein Drink heißt? Nee. Death of a Pink Nazi. Tod eines pinken Nazis. Ah, ja, das kann ich verstehen, oder? Warum der gestorben ist. Ja. Der hat sich da ein bisschen vertan. Ja. Ariane, aber ganz ehrlich, ich glaube, der bringt mich sicher durch die Zeit.
der tötet ja alles ab von innen. Und er hat auch gute Laune dabei. Vielen Dank. Ich habe mir auch sagen lassen, Till, dass der Alkohol gegen den Coronavirus die sicherste Waffe ist. Deswegen bei mir oberstes Motto Daydrinking. Geh mir weg mit der Maske, ich sauf nur noch. Kein Scherz. Ganz lieben Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel. Wir haben gar nicht so richtig geplaudert miteinander, aber es ist, die Zeit drängt schon wieder. Außerdem habe ich jetzt gleich schon einen im Tee. Ja? Ich sag mal so, Corona ist nicht nur einmal im Jahr, Till. Wir holen das nach mit dem Quatschen. Genau, ich denke auch. Vielleicht können wir dich nochmal in die Sendung schalten. Du bist ja Expertin für vieles. Ich merke das schon direkt. Du könntest noch zu viel mehr was sagen. Ja. Ich freue mich. Auf dich. Tschüss. Bleib gesund. Tschüss. Hey, das hat auch Spaß gemacht, oder? Die ganze Folge gibt es jetzt in der ZDF Mediathek unter homies.zdfneo.de. So, ihr Internetspätzchen. Wenn euch das gefallen hat, klickt ihr hier und dann seht ihr weitere Videos von Homies.